Hallo, ich koche euch heute Grünkernküchle als Sattmacher. Ich rechne mir die Rezepte immer im Weight Watchers Programm aus. Das geht ganz toll. Da gibt es einen Menüpunkt dafür. Und dann speichere ich die ab unter dem Rezeptnamen und habe dann die Zutaten. Man könnte noch eine Anleitung hinterlegen. Man hat dann die Anzahl der Portionen und den Wert pro Portion. Und das so rechne ich euch immer aus, wie viel Points die das Essen hat, das ich für euch koche. Als Beilage zu den Grünkernküchle mache ich rote Beete und Quark. Wie man das zubereitet, hat Nicole schon mal gekocht. Das verlinke ich euch oben links im Video. Als Zutaten brauche ich Grünkern. Ich kaufe ihn immer ganz. Und Schrot selbst, aber wenn man keine Mühle hat, dann kann man das natürlich auch schon geschrotet kaufen. Dann brauche ich etwas Sesam, Pflanzenöl, Salz, Pfeffer, ein Ei, eine Zwiebel und so etwa 220 Milliliter Gemüsebrühe oder aus dem Brühwürfel oder aus der Fleischpaste. Auch die können wir nochmal verlinken, wie wir die herstellen, mit der man eine Brühe macht. Ohne Geschmacksverstärker. In dem Gericht ist die komplette Sattmacherportion Fett enthalten. Wenn es mal nicht passt, kann man den Sesam auch mal weglassen, wenn man vielleicht noch Pflanzensalat oder sowas zu essen. Aber ich nehme den Sesam jetzt noch dazu, weil es gibt mir auch einen schönen Geschmack. Den röste ich jetzt in einer trockenen Pfanne an. Und nehme ihn dann raus, bevor ich den Grünkern anröste. Den Sesam nehme ich jetzt aus der Pfanne und gebe einen Teelöffel Öl dazu. Auch diesen Teelöffel Öl könnte man mal mit einem Weight Watchers Spray, Ölspray ersetzen. Darin brate ich jetzt eine Zwiebel. Nur so, dass sie glasig ist. Sie bekommen schon Farbe. Dann gebe ich jetzt den Grünkern dazu und röste den etwas. Den Grünkern habe ich geschrotet in der Getreidemühle auf etwa mittlere Stufe. Ich lösche das jetzt mit der Gemüsebrühe ab. Und gebe es in eine Schüssel und lasse es 20 Minuten quellen. Dann ist ratsam, die Mischung aus Gemüsebrühe und Zwiebeln und Grünkern mal zu probieren. Die Gemüsebrühen sind manchmal sehr salzig und dann kann man das besser einschätzen, wie viel Salz das man noch zugeben muss. Also meins ist jetzt schon fast ausreichend gesalzen und jetzt kommt noch Pfeffer dazu. Den gerösteten Sesam und das Ei. Wenn man das Ei zugibt, sollte die Masse schon gut ausgekühlt sein, weil das Ei sonst gart und dann bindet es später in der Pfanne nicht mehr gut ab. Ich mische das alles gut unter. Ich gebe jetzt noch mal pro Portion einen Teelöffel Pflanzenfett in die Pfanne. Ich habe die Schüssel vorher gewogen und auf Null gestellt. So weiß ich jetzt, was die gesamte Masse wiegt. Das sind etwa 450 Gramm. Und da mache ich jetzt 6 Küchle, à 75 Gramm. Brate es jetzt bei mittlerer Hitze von beiden Seiten an. Die gesamte Masse der Küchle hat 25 Points
und eine Portion dementsprechend 8 Points. So wie ich es hier angerichtet habe mit Quark und rote Beete, hat dann eine Portion 11 Points.